Sehr geehrter Herr Staatsminister, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Spektabilis, liebe Kommilitonen, ich bedanke mich für das Interesse, das Sie diesem Thema hier entgegenbringen. Die Energiewende wird uns noch alle sehr intensiv beschäftigen und ich habe mir mal versucht, meinen Reim auf die Sache zu machen. Ich habe mich mit dem Energiethema in den 70er und 80er Jahren intensiv beschäftigt, dann kam eine Pause, dann kamen andere Dinge, aber dann in den letzten Jahren doch wieder. Und mich treibt doch eine gewisse Sorge um, dass das, was hier geschieht, vielleicht doch noch nicht richtig durchgerechnet worden ist. Ich stelle Ihnen einige Rechnungen heute vor zu dieser Frage, die vielleicht zu verblüffenden Ergebnissen führen. Es geht um schlichtes Einmaleins, es geht heute nicht um hohe volkswirtschaftliche Theorie, sondern sind alles Dinge, die kann jeder selber nachrechnen und nachvollziehen. Dies sind meine Themen. Kurz rede ich über den Treibhauseffekt, über die Frage der billigen Energie aus der Natur, Fukushima und der Atomausstieg, die deutsche Energiestruktur, Windenergie, Speicherung, andere Lösungen, und dann beschließe ich es damit. Nun, also eines vorweg, und das hat ja auch Klaus Schmidt schon gesagt, der Treibhauseffekt als solcher steht hier nicht in Frage. Und ich bin auch zutiefst überzeugt, dass er stattfindet und eine große Bedrohung für die Menschheit ist. Es gibt ihn wirklich. Und dass das so ist, möchte ich Ihnen hier kurz demonstrieren an nur einer Zahlenreihe oder zweien. Die stammen aus Eiskernbohrungen an der Antarktis, wo man 3200 Meter tief gebohrt hat und in frühere Schneeschichten sozusagen reinkommt und 800.000 Jahre zurück in der Erdgeschichte bohren kann. In den Luftbläschen, die man da findet, weiß man, wie die Luft früher zusammengesetzt war, und nach der Isotopenmethode kann man sogar die Temperatur des damals verdunsteten Wassers exakt rekonstruieren aus der Zusammensetzung halt dieses Wassers. Hier sehen Sie den CO2-Gehalt die letzten 800.000 Jahre. Hier ist der vorindustrielle Wert mit 280 ppm und hier sind wir heute. Also es ist völlig zweifelsfrei, dass hier ein gewaltiger Anstieg des CO2-Gehaltes schon stattgefunden hat, und es gibt keine andere Erklärung als die anthropogenen Einflüsse. Das waren also wir und das war die Industrialisierung. Das ist völlig zweifelsfrei. Diese alberne Diskussion um die Hockeystick-Kontroverse lenkt von diesen Fakten ab. Und dann haben wir hier die Temperatur aus eben derselben Probe, die letzten 800.000 Jahre. Sie sehen hier den Durchschnittswert der letzten 1.000 Jahre, der ist auf Null normiert. Hier ist der Durchschnittswert der letzten 800.000 Jahre. Sie sehen, da sind wir also 6 Grad tiefer als heute. Hier ist die letzte Warmzeit, die Eem-Warmzeit, die vor 125.000 Jahren war. Dann kam hier die letzte Eiszeit, die vor 18.000 Jahren zu Ende war. Und hier ganz am aktuellen Rand sind wir also in der vorindustriellen Zeit mit 13,5 und heute haben wir schon 14,5. Das heißt, 1 Grad plus haben wir bereits und wir sind jetzt nicht etwa in einer Eiszeit, wo wir die Erwärmung durch den CO2-Effekt gut gebrauchen können, sondern ganz im Gegenteil, bereits in einer Warmzeit, wo das also überhaupt nicht zu Pass kommt, dass die Erde noch wärmer wird. Wer das weiter studieren möchte, das ist Kapitel 1 meines Buches Das grüne Paradoxon oder auch hier in Englisch, auf Englisch bei MIT Press. Nun wollen wir ja in die regenerativen Energien rein und wollen das also mit der Solarenergie machen. So sehen unsere Dächer aus. Das ist eine ganz überzeugende Technologie, die auch ausgereift ist. Oder wir haben auch die Windflügel überall. Das ist ehrlich gesagt weniger überzeugend, weil das so in der Landschaft steht.
Caspar David Friedrichs Bilder sucht man heute vergebens in Deutschland. Insbesondere ist es kaum ratsam, in der Nacht irgendwo herzufahren, weil dann man überall die roten Lampen sieht in der Natur und gerade in Norddeutschland, in meiner Heimat bei Bielefeld, schrecklich, muss ich sagen. Das sieht aus, als wäre es mitten im Ruhrgebiet. Nun gut, aber es ist der Versuch, etwas zu machen über diese beiden Wege. An und für sich hört sich das gut an. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, heißt es. Die Energie ist umsonst da und sie ist sauber zudem, also warum steigen wir nicht um? Es wird alles billiger und es wird sauberer und es kann doch gar keine Frage sein, dass wir loskommen müssen von den traditionellen Energieformen. Oder der Unterschied zu konventionellen Kraftwerken, so heißt es in der Süddeutschen Zeitung noch im Jahre 2010, die Sonne scheint kostenlos, ist umweltfreundlich, bringt weder Schadstoffemissionen mit sich, noch hinterlässt sie nukleare Abfälle. Oder hier Jürgen Trittin aus dem Jahre 2004, muss ich fairerweise sagen, er würde sich vielleicht heute auch nicht mehr so äußern. Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet, so viel wie eine Kugel Eis. So sind wir gedanklich gepolt im Hinblick auf das Thema der Energiewende. Aber die Umlage durch das Erneuerbare Energiengesetz ist explodiert in dieser Zeit. Da sind wir im Jahr 2013 schon bei 5,28 Cent pro Kilowattstunde und das muss jeder Verbraucher zahlen. Das sind in der Summe 13,3 Milliarden Euro Mehrkosten gegenüber dem, was der Großhandelspreis des normalen Stroms kosten würde. Manchmal wird da eine andere Zahl genannt, man muss das aber natürlich fairerweise abziehen. Und fürs nächste Jahr sind es schon 6,24 Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet, nach einer Rechnung des RWI, dass die bereits zugesagten Subventionen für allein die Solaranlagen, die bis 2010 installiert wurden, über 100 Milliarden Euro betragen. Übrigens, die 13,3 Milliarden Euro, die das jedes Jahr jetzt schon kostet, sind nicht eine Kugel Eis, sondern jedenfalls nicht im Monat, sondern eine Kugel Eis an jedem Tag. Gut, den Sonntag können wir aussparen, also an jedem Werktag und jedem Samstag. Und wenn wir die Atomkraft ersetzt haben werden, dann wird es nicht eine Kugel Eis sein an jedem Tag, sondern eine Kugel Eis in jeder Stunde. Nun gut, wir werden nicht zugrunde gehen deswegen, aber billig ist es auch nicht. Hier sehen Sie, was jetzt schon passiert ist mit den Strompreisen. Vergleichen wir mal Deutschland und Frankreich. Deutschland liegt heute bei 29 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt und Frankreich liegt bei 15 Cent. Das ist also gerade die Hälfte. Das setzt sich im Wesentlichen auch zusammen aus den staatlichen Anteilen an diesen Kosten, wobei in Deutschland dieser staatliche Anteil eben zu den besagten 5,28 Cent bereits durch die EEG-Umlage erklärt wird. Die Industrie hat man ja bislang ausgenommen, deswegen war der Protest begrenzt, aber das ändert sich ja jetzt, weil die EU ein Verfahren eröffnet hat gegen die Bundesrepublik Deutschland, die diese Ausnahme der Industrie bei der EEG-Umlage verbietet. So, und dann wird hier der Teufel los sein, was also den politischen Protest gegen dieses Verfahren betrifft. Die normalen Verbraucher schlucken das noch irgendwie angesichts der grünen Propaganda, die dieses Land beherrscht, aber die Industrie wird sich darum nicht scheren. Wir sind mitten in der Energiewende zweiter Art, die Rückwärtswende. Wenn ich bedenke, was seit Fukushima passiert ist, wie schnell wir uns abgewandt haben von diesem Thema, wenn ich das extrapoliere, noch zweimal 2,5 Jahre, weitere 5 Jahre, dann ist nicht mehr viel übrig von dieser Energiewende. Die Strompreise im Vergleich der europäischen Länder sehen Sie hier, da ist Deutschland schon auf der zweiten Stelle nach Dänemark. Und Dänemark ist halt so ähnlich gepolt wie wir, da gibt es auch viel Windstrom. Das ist der gleiche Weg. Aber andere Länder, Frankreich insbesondere, sind da im unteren Drittel. Das ist ein Wettbewerbsstandortfaktor. Wacker Chemie hat ja gerade beschlossen, ein großes Werk in den USA statt
hier in Bayern zu errichten, weil dort die Strompreise nur ein Drittel sind von dem, was sie in Deutschland sind und im Übrigen für 30 Jahre fest garantiert werden. Und dann kommt hinzu das Problem, was der Wissenschaftliche Beirat bereits 2004 in einem Gutachten aufgeschrieben hat, was andere auch aufgeschrieben haben, das EEG ist halt vollkommen wirkungslos bezüglich des CO2-Ausstoßes. Der CO2-Ausstoß ist durch den Emissionshandel bereits gedeckelt. Die Zahl der Emissionszertifikate wird in Brüssel festgelegt und die bestimmt bis auf die letzte Tonne, wie viel CO2 aus den Kraftwerken in die Luft entlassen wird. Wenn wir also hier grünen Strom zusätzlich fördern in Deutschland durch unsere Einspeisetarife, naja, dann wird schon dieser Strom produziert, aber in dem gleichen Umfang werden Emissionszertifikate in Deutschland frei, die gehen über die Börse in Leipzig oder Amsterdam, dann an andere europäische Länder. Das heißt, die Polen können umso mehr Kohlekraftwerke dann mit diesen freigesetzten Zertifikaten bauen und alles, aber auch wirklich jede Tonne, die wir einsparen an CO2 durch das EEG wird in anderen Ländern der EU zusätzlich emittiert. Das ist ein einfaches Rechenexempel, da brauche ich kein Ökonom zu sein. Das liegt alles im Bereich des Trivialen. Aber die Öffentlichkeit wird geflissentlich über diese Effekte hinweggetäuscht. Es wird noch nicht mal richtig berichtet, dass die Monopolkommission auch im Hinblick auf diesen Effekt der Bundesregierung dringend nahegelegt hat, das EEG ersatzlos abzuschaffen. Ja, jetzt waren wir also bei unserer grünen Wende aus Umweltgründen und jetzt passiert das. Ein Ereignis, das uns alle in Schrecken versetzt hat und jetzt eine weitere Politikmaßnahme zur Folge hat, nämlich den Ausstieg auch noch aus der Atomkraft. Wir wollen also nicht nur aus den Kohlekraftwerken aussteigen, sondern auch noch aus den Atomkraftwerken. Und da haben wir vielleicht doch ein Problem. Das hat sogar Joschka Fischer gesagt vor einiger Zeit, die Grünen hätten ein Problem, wenn sie aus beidem aussteigen wollen. Und das ist auch der Grund für den Titel meines Vortrages, Energiewende ins Nichts. Naja, ganz nichts ist ja nicht. Wir haben ja den Wind und den Sonnenstrom, aber was wir damit machen können, werden wir noch sehen. Lassen Sie mich zunächst einmal eine Bestandsaufnahme machen und Ihnen zeigen, wie viele Atomkraftwerke es denn gibt auf der Welt. Hier sind alle, die in Betrieb sind, 378. In Japan sind 44 in Reparatur, die sollen aber nach einer Herrichtung wieder in Betrieb genommen werden. Japan hat ja den Ausstieg diskutiert und hat inzwischen den Ausstieg vom Ausstieg beschlossen. Hier haben wir die Neubauten, die derzeit betrieben werden in den verschiedenen Ländern. Hervorsticht China. In China wird jeden Monat ein Atomkraftwerk in Betrieb genommen und jede Woche ein Kohlekraftwerk von etwa einem Gigawatt. Das sind die Planungen und das sind die Vorplanungen. So entwickelt sich die Welt, aber es werden natürlich auch welche abgeschaltet. Hier sind die Abschaltungen und was hier bei den Abschaltungen auffällt, sind diese drei Länder, Deutschland, Spanien, Belgien. Das sind die einzigen, die bis 2030 alles abschalten wollen. So richtig scheint uns die Welt nicht zu folgen. Wir Deutschen haben ja häufig so das Sendungsbewusstsein, dass wir wissen, wo es lang geht und irgendwo hinmarschieren und dann sollen die anderen hinterherlaufen. Hin und wieder ist es doch sinnvoll, sich mal umzudrehen und zu gucken, ob überhaupt jemand hinterherläuft. Anderswo ist man anderer Meinung, insbesondere natürlich bei unserem Nachbarn im Westen. Das ist die DENA-Studie zur Leistungslücke aus dem Jahre 2010, angepasst jetzt auf die neuen Beschlüsse zum Ausstieg aus den Kernkraftwerken. Wir hatten vor Fukushima 21 Gigawatt mit 15 Kraftwerken, also ein bisschen mehr als ein Gigawatt erzeugt so ein Kraftwerk.
Und Sie sehen, hier bei 2011 sind wir schon deutlich ausgestiegen und der Ausstieg soll bis 2022 komplett sein. Nun haben wir ja auch noch andere Energie, das sind konventionelle Kraftwerke inklusive der Wasserkraft- und der Pumpspeicherwerke. Das sind neue Kraftwerke konventioneller Art, die in Bau befindlich sind und die schon geplant sind. Das sind solche, die auch noch nicht sicher sind, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden. Alles konventionelle. Das ist regenerative Energie. Im Wesentlichen ist das Bioenergie, die verwendet wird, um Strom zu erzeugen, und auch ein bisschen ist Abfallverwertung dabei. Die Solarenergie und die Windenergie ist auch dabei, schon in der alten Planung, aber sie macht von dieser violetten Fläche nur einen winzigen Bruchteil aus. Und dann haben wir hier die Kraft-Wärme-Kopplung, die geplant ist, macht in der Summe halt diesen Entwicklungspfad, und es fehlen uns hier 18 Gigawatt bis Anfang des nächsten Jahrzehnts, also halt die Atomkraftwerke. Und diese Lücke muss in irgendeiner Weise gefüllt werden. Wie sieht das denn aus? Keiner kann das so richtig gut prognostizieren, aber es ist schon ganz gut, sich ja mal klar zu machen, wo wir denn heute stehen. Man kann ja nur nicht sagen, es gäbe in Deutschland keine regenerative Energie. Wie gesagt, die Lichter sieht man des Abends in ganz Norddeutschland und die bayerischen Scheunendächer glitzern. Wir tun also doch schon eine ganze Menge. Wie groß ist denn der Beitrag, den wir heute schon leisten zum Endenergieverbrauch? Wenn man mal so, und zwar Endenergieverbrauch insgesamt der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich Sie frage, gehen Sie mal in sich und überlegen Sie mal, wie viel das sein könnte. Da wird der eine vielleicht sagen 1%, der andere wird sagen 10% und der dritte wird sagen 50%. Man weiß es eigentlich nicht genau, wenn man sich nicht intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat. Aber ich zeige es Ihnen. Hier ist die Endenergieverbrauchsstruktur in Deutschland, wie sie das IFO-Institut zusammengestellt hat. Eine recht aufwendige Statistik, jedenfalls in dieser Darstellungsform, allerdings alles offizielle Zahlen. Hier in Grau haben wir den fossilen Energieverbrauch, Prozesswärme, Raumwärme, Verkehr, Erdgas, Strom, Kohlestrom, macht in der Summe fossile Brennstoffe 84% des gesamten Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist das Problem für das Klima, da wollen wir ja eigentlich irgendwie runter. Was haben wir noch? Strom aus Kernenergie, erstaunlich wenig, würde man sagen, 3,3%. Nun gut, die Abschaltungen sind zum Teil schon gewesen, aber selbst ohne die Abschaltung ist es natürlich auch nicht besonders viel. Dann haben wir Sonnenstrom mit 1%, Windstrom mit 1,8%. Wind- und Sonnenstrom tragen 2,8% zum Endenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland bei. Jetzt würden Sie sich wundern, na, das ist aber doch weniger, als ich dachte. Na, bedenken Sie, das ist der gesamte Endenergieverbrauch und nicht nur der Verbrauch für den Strom. Hier haben wir Strom aus Wasserkraft, Strom aus Abfällen, Strom aus Biomasse. Und das ist der Strom insgesamt, der ist selbst ja nur ein Fünftel des gesamten Endenergieverbrauchs. Rechnet man Wind- und Sonnenstrom als Prozentsatz davon, dann sieht es natürlich schon mit etwa 15% besser aus. Das ist wahrscheinlich die Zahl, die viele von Ihnen im Kopf haben. Dann haben wir hier die Sonnenwärme. Wenn Sie also Ihr Duschwasser erheizen mit irgendwelchen Paneelen auf dem Dach, dann haben wir die Erdwärme und die wichtige Biowärme. Dann noch Biosprit. Das sind die Erneuerbaren. Die liegen bei 12% des Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik
Deutschland. Und interessant ist, dass diese Struktur ungefähr die OECD-Struktur ist. Wir haben das Gleiche berechnet für die gesamte OECD, kommt man ungefähr auf dieselben Werte. Deutschland ist also ein durchschnittliches Land. Das ist jetzt hier Wind- und Sonnenstrom, da liegen wir bei 2,8%. Dazu muss ich sagen, das ist nicht der gesicherte Strom, sondern es ist der durchschnittliche Strom, der kommt. Gesichert davon ist nur ein Siebtel, also etwa 0,4. Man könnte die Rechnung auch anders aufstellen. Es ist schon sehr großzügig gerechnet. Ich komme zu dem Thema, was hier gesicherter Strom ist und was durchschnittlicher Strom ist, gleich noch zu sprechen ausführlich. Gut, also so gesehen kann man sich vorstellen, dass man jetzt die Kernenergie ersetzt. Mit 2,8 sind wir ja schon fast dran. Nur eben ist es noch kein gleichmäßig fließender gesicherter Strom. Das wahre Problem sind aber hier diese 84. Wenn wir wirklich die Energiewende wollen, dann müssen wir ja an diesen großen Brocken da irgendwie ran. Und Sie sehen, wie klein die Mileage ist, die man hier gewinnt bei dem Versuch, also da wirklich etwas zu erreichen. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Angesichts der vielen Anlagen, die man schon sieht, wenn man durch das Land fährt, liegen wir hier eben doch tatsächlich erst bei etwa 3%. Und die 85% dieser Megabrocken von CO2, der in die Luft gepustet wird und dazu beiträgt, den Klimawandel herbeizuführen, den irgendwie in den Griff zu kommen, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Gut, beim Strom sieht das besser aus und Ersatz von Atomstrom durch Wind- und Sonnenstrom, das kann man sich alles irgendwie vorstellen. Aber mehr auch nicht. Nun wollen wir ja mit Elektroautos der Sache beikommen. 1 Million Elektroautos soll es geben. Hört sich jetzt zunächst gut an, also gar kein CO2-Ausstoß, also prima irgendwie. Aber wenn Sie mal genau überlegen, ja, das sind diese schönen Autos. Insbesondere aus Frankreich, wir haben ja jetzt auch den BMW i3, aber irgendwie passt das zusammen. Wir schalten den Strom ab und wollen Elektroautos. Irgendwie fehlt da etwas an der Gedankenkette. Es passt nicht ganz zusammen. Ja? Selbst wenn wir jetzt die Elektroautos nicht hätten, hätten wir ja schon genug Problem. In Deutschland ist das schwierig mit den Elektroautos. Wir schalten den Atomstrom ab, wir sind nicht Frankreich. Frankreich hat 70% des Stroms aus Kernenergie und da ist der Strom billig. Dass die jetzt auf Elektroautos setzen wollen und die ganze EU-Maschinerie einsetzen, um sie durchzuboxen gegen den Markt mit ihren CO2-Richtwerten, um auch vielleicht so im Nebeneffekt die deutsche Automobilindustrie mal so ein bisschen zu deckeln, das ist alles verständlich. Aber es hilft uns halt hier, wenn wir den Atomstrom abschalten, nicht wirklich. Das ist das Problem. Da haben wir also hier gelb diesen Wind- und Sonnenstrom da oben mit den 2,8% und dies ist der Verkehr, 26,6%. Wir haben genug zu tun, die Kernenergie zu ersetzen. Aber jetzt eben auch noch den ganzen Verkehr auf elektrisch zu machen und den ebenfalls durch die regenerativen Energien zu bedienen, das ist doch ein ambitioniertes Ziel. Ja, übrigens, wenn Sie diese Zahlen dann interessieren, erstens nehmen wir das auf heute und zweitens finden Sie diese Statistik auch auf der Homepage des IFO-Instituts. Es ist natürlich viel, man kann nicht alles so schnell konsumieren, aber die Größenordnung als solche sollten eingängig sein. Lassen Sie mich zum Thema Windenergie jetzt kommen, weil die Windenergie halt quantitativ der wichtigere Faktor ist im Vergleich zur Sonnenenergie. Da haben wir das eine Problem, dass wir riesigen Platzbedarf haben. Wir haben einmal mal eine Rechnung gemacht hier mit 150 Meter hohen Windkraftanlagen, also bis zur Nabe 100 und dann der Rotor auch nochmal 100, macht also 150 in der Höhe und haben das mal verglichen, wie viel brauche ich denn, um also Biblis A zu toppen. Das ist Biblis A und das größenordnungsmäßig hier richtig eingezeichnet, auch mit dem technischen Mindestabstand dieser Anlagen. Diese grünen Punkte, die Sie da sehen, sind alles kleine Windflügel
Und sie stehen da nicht zufällig einfach, sondern sie sind exakt berechnet in diesem Diagramm. So, und jetzt schrumpft das Atomkraftwerk auf die auch exakte Größe. Was ich damit sagen will, ein riesiger Flächenbedarf. Riesiger Flächenbedarf. Wohin? In das Wattenmeer? Naja, die Umweltschützer wollen das nicht. Aber rein mal, um also das zu vergleichen, wie viel würden wir denn brauchen, um die Stromversorgung in Deutschland durch Windstrom herzustellen? Ein Wattenmeer? Nein, wir brauchen 6,5 Wattenmeer, um Ihnen ein Gefühl zu geben von den Größenordnungen des Flächenverbrauchs, die hier sind. Nun gut, können wir vielleicht in die Nordsee weiter raus oder, wenn das zu teuer ist, wie sich ja herausstellt, Siemens hat sich ja ein bisschen verbissen bei dem Thema, müssen wir vielleicht doch in Deutschland Platz finden, müssen das nicht da in Norddeutschland machen, wir können auch hier Nordrhein-Westfalen und Hessen zupflastern oder wir können Bayern zupflastern, so die Fläche Bayerns würde gerade so reichen. Auch das ist ein wichtiges Thema. Die Energie ist zwar umsonst, aber man muss sie ja einsammeln. Das ist das Problem. Die andere Energie, ob das Kernenergie oder fossile Energie ist, die kommt punktuell an einer Stelle, bauen wir ein Kraftwerk und greifen sie ab. Auch ein normales Wasserkraftwerk geht ganz leicht. Wir haben ja schon ein System von Bächen und Flüssen, die führen aus der großen Fläche die Energie zusammen an einem Punkt und da greifen wir sie ab. Aber wenn wir jetzt Wind oder Sonne machen wollen, dann müssen wir ja diese Technologie zum Einsammeln dieser diffus verteilten Energie, das müssen wir ja selber leisten. Wir müssen selber die Technik bringen, um das alles einzusammeln, diese Spurenelemente von Energie, die in der Fläche verteilt sind, die in der Summe zwar riesengroß sind, aber das Einsammeln macht es halt sehr, sehr teuer. Speziell hier in Bayern haben wir ein besonderes Problem. 60% des Stroms kam aus der Atomkraft. Das war ja fast wie in Frankreich. Und bis 2022 sollen wir da raus und das ersetzen, ja, durch Windräder oder Ähnliches. Wind ist in Bayern schwierig. Die Windstärke ist nur halb so groß wie im Norden. Und es gilt hier für die Stromproduktion eine Kubikwurzelformel, wonach halb so viel Windkraft ein Achtel der Energieausbeute bedeutet. Das heißt, ein Windrad in Bayern hat nur ein Achtel der Leistungsfähigkeit wie an der Nordsee. Es macht also wenig Sinn, hier in Bayern diese Dinge aufzustellen. Was man braucht, ist dann eben Leitungen vom Norden in den Süden. Und das wird natürlich auch ein Thema für den Umweltschutz. Ein besonderes Problem ist nun die unstete Versorgung. Der Wind weht ja nicht immer bekanntlich und die Sonne scheint auch nicht immer. Also die Frage ist, wie groß müssen diese Leitungen eigentlich sein und macht es Sinn, diese Leitungen zu produzieren, um diese Windstromspitzen von Norddeutschland nach Süddeutschland zu liefern? Wer kann die eigentlich gebrauchen? Schauen wir uns mal an, wie das wirklich aussieht. Das ist eine Datenbasis, die wir zum Glück haben, hier über die tatsächliche Windstromproduktion in Deutschland stundenweise, über 23.000 Anlagen im Jahr 2011. Und Sie sehen diese enorme Volatilität. Es geht rauf und runter und wir haben also in der Spitze Leistungen von über 20 Gigawatt, aber auch mal hin und wieder fast nichts. Und die Frage ist jetzt, macht das Sinn, also hier Leitungen zu produzieren, um diese einzelnen Spitzen da nach Bayern zu leiten? Was machen die Bayern mit den Stromspitzen? Wo sollen die hin? Ich meine, die muss man irgendwie glätten, nicht? Damit man das verwerten kann. Das ist das Riesenthema. Ich bin überzeugt mittlerweile, nachdem ich mich intensiv in verschiedenen gedanklichen Wendungen der Sache gewidmet habe, dass dies das zentrale Thema ist für die Stromversorgung. Die Industrie braucht einen gleichmäßigen Strom, weil alle möglichen Anlagen darauf kalibriert sind. Die können diese ganze Stochastik nicht gebrauchen. Wenn Bayern diese Spitzen nicht haben will und wir keine Speichertechnologie haben, dann ist vielleicht die Alternative, die Leitungen doch nicht gen Norden zu bauen, sondern gen Osten und Westen,
Denn überall stehen ja Atomkraftwerke. Ich habe sie mal hier bei unseren direkten Nachbarn einzeichnen lassen. Wir haben in Europa außerhalb Deutschlands 142 Atomkraftwerke. Und es ist ja klar, in Tschechien und in Frankreich, die Kraftwerke stehen zur Verfügung. Und nichts in der Welt kann Frankreich und Tschechien hindern, den Strom nach Bayern zu liefern. Denn wenn wir uns verwehren, hier mit irgendwelchen grünen Motiven, dann verletzen wir das EU-Recht. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Strom abzuwehren. Wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, die Leitungen nicht wirklich zu bauen. Das wird auch möglicherweise passieren, dass der Strom also dann von Osten und Westen kommt. Und es ist ja klar, wenn die Gefährdung betrachtet wird, wenn Sie mal aus bayerischer Sicht denken, wo müsste ich denn ein Atomkraftwerk aufstellen oder aus süddeutscher Sicht, um die Gefahren bei einem möglichen Fallout für die deutsche Bevölkerung zu maximieren angesichts der häufigen Westwinde? Naja, an der deutsch-französischen Grenze. Und da stehen sie ja auch alle am Rhein. Lassen Sie mich jetzt zum Thema Speicherung kommen. Wir müssen also eine Speichertechnologie haben, um diesen stochastischen Windstrom zu glätten. Gut, was sich hier anbietet, sind Speicherkraftwerke. Von der Sorte haben wir 35 in Deutschland. Und die Frage ist, wie viel bräuchten wir denn von der durchschnittlichen Größe derer, die wir haben, um den Windstrom zu glätten? Nochmal die Windstromkurve. Ich zeige Ihnen mal ein paar Werte, die hier relevant sind. Einmal der Durchschnittswert, die durchschnittliche Leistung ist 5 Gigawatt. Die Nennleistung ist 29 Gigawatt, fast das Sechsfache. Lassen Sie sich also nicht täuschen durch manche Rechnungen, die da sagen, wir hätten da, wer weiß was für eine Nennleistung. Die Nennleistung kommt ja nie vor. Und dann haben wir die sogenannte gesicherte Leistung. Das ist die Leistung, die in 99% der Zeit wirklich zur Verfügung steht. Und das ist gerade mal 1 Gigawatt. Das Problem bei dem Windstrom besteht jetzt von dem 1 Gigawatt gesicherter Leistung, die wir schon haben, auf die 5 zu kommen durch eine Speichertechnologie. Mit einer idealen Speichertechnologie könnten wir den ganzen Durchschnitt verstetigen und gedanklich also zur Verfügung stellen. Und Sie erinnern sich, ein Kernkraftwerk bringt ja auch nur so ein gutes Gigawatt. Das heißt also, wir haben heute ein Kernkraftwerk ersetzt durch an gesicherter Leistung. Wenn wir es schaffen, die Verstetigung hinzubringen, haben wir 5 Kernkraftwerke ersetzt. Immerhin. Ja, wie machen wir das? Jetzt haben wir mal eine Rechnung durchgeführt am IFO-Institut. Und ich danke hier insbesondere Herrn Meister, der hier geduldig meinen Anweisungen da gefolgt hat und in vielen Iterationsschritten das dann gerechnet hat. Wenn man sich vorher mit dem Thema nicht beschäftigt hat, ist das also auch für mich durchaus schwierig. Aber der Zusammenhang ist eindeutig. Und da stellen wir mal erst einen großen Speicher, einen großen Wasserspeicher und einen Speicher, der selbst keine Prozessverluste hat, der ideale Speicher. Und da stellen wir aus diesem Speicher fließen 5 Gigawatt ab. Das ist genau die durchschnittliche Sonnenstromproduktion in Deutschland im Jahr 2011, wo diese Zahlen herstammen. Und wir füllen den Speicher, je nachdem, wie der Strom kommt aus den Windrädern. Das bedeutet, wenn wir irgendwo anfangen am Beginn des Jahres, sind wir auf genau demselben Speichervolumen am Ende des Jahres, konstruktionsgemäß. Und so ist das Speichervolumen. Diese beiden Punkte sind definitionsgemäß identisch, denn wir haben ja aus dem Speicher einen Abfluss, der dem Durchschnitt entspricht, und der Zufluss ist halt die Stochastik, die da reinkommt. Das heißt, der Endbestand des Speichers, gemessen in Terawattstunden, ist genau dasselbe wie der Anfangsbestand. Aber Sie sehen, der Speicher ist viel zu groß, er wird gar nicht leer, und selbst also hier im November, wenn wir den tiefsten Stand haben, dann haben wir viel zu viel Speicher. Also können wir den Speicher kleiner machen, als er hier unterstellt ist, und
das heißt optisch, wir schieben diese ganze Kurve nach unten, bis sie anstößt. Okay? Dann haben wir hier an dieser Stelle das minimale Speichervolumen, das wir brauchen. Das sind 6,6 Terawattstunden. Gut, was heißt das? Es heißt 6097 durchschnittliche Speicherkraftwerke. Wir haben 35, ich habe Ihnen die Bilder gezeigt. Um den ganzen Windstrom zu glätten und auszugleichen, brauchen wir 6000 Speicherkraftwerke. Puh, das ist vielleicht doch etwas mehr, als man so dachte. Naja, das wird so nicht gelingen. Das ist hier von letzter Woche ein Protest am Jochberg, wo man ja ein so ein Speicherkraftwerk da am Kochel- und Walchensee da noch zusätzlich dazu bauen wollte. Das wird nicht gelingen. Können wir es denn ein bisschen anders rechnen? Müssen wir wirklich jede Windspitze jetzt in so einen Speicher reinpacken? Oder ist es nicht billiger, vielleicht doch einige Spitzen wegzuwerfen und auf den Strom zu verzichten? Dann können wir Speicherkraftwerke sparen, allerdings haben wir den Strom dann auch nicht. Gut, hier ist mal eine Rechnung. Das ist der Punkt, den wir gerade berechnet hatten. Das sind die 6097 Speicherkraftwerke. Und das ist die kontinuierliche Leistung, die da steht, die Sie erbringen können. Und jetzt sehen Sie, diese Kurve kommt hier raus. Das ist, wenn wir keinen Speicher bauen, dann haben wir knapp 1 Gigawatt gesicherter Leistung. Aber hier, wenn wir uns mit 4 statt 5 Gigawatt Leistung begnügen, dann kommen wir schon mit 978 Speichern aus. Oder gar hier, wenn wir uns mit 3 von 5 Gigawatt begnügen, brauchen wir nur 456 Speicherkraftwerke. Es gilt also offenbar ein ertragsgesetzlicher Verlauf. Das sieht schon weniger alarmierend aus. Man muss also doch wohl irgendwie auch ein ökonomisches Kalkül hier ansetzen. Die Kosten, nun, wenn wir mal diesen Punkt mit 3 Gigawatt Speicherkraftwerken, 3 Gigawatt kontinuierlicher Leistung nehmen, also 456 Speicherkraftwerken, das sind 100 Milliarden Euro. Und die 2 Atomkraftwerke, die wir dadurch einsparen, hätten 6 Milliarden Euro gekostet. Nur um Ihnen ein Gefühl zu geben für das, was hier anfällt. Aber wir müssen auch noch an den Sonnenstrom denken. Da tritt dieselbe Rechnung ja auf. Das ist der Sonnenstrom, den wir im Jahr 2011 produziert haben. Sie sehen, in der Mitte des Jahres am meisten und im Anfang und am Ende, im Winter halt, scheint die Sonne nicht. Könnte es nicht sein, dass wir dadurch schon eine gewisse Glättung hinkriegen, dass die Sonne dann scheint, wenn der Wind nicht weht und umgekehrt? Dann bräuchten wir ja nicht so viel Speicher. Nun gut, die durchschnittliche Sonnenstromproduktion ist 2 Gigawatt. Also 5 haben wir vom Wind, 2 von der Sonne, macht schon 7. Und vielleicht ist das die ganze Sache glatter. Die Nennleistung ist hier 25 und die gesicherte Leistung beim Sonnenstrom definitionsgemäß 0, weil des Nachts keine Sonne da ist. Machen wir dieselbe Rechnung mit dem Speichervolumen. Wir unterstellen also wieder einen Speicher, einen idealen Speicher, wo der Abfluss so groß ist wie die durchschnittliche Sonnenstromproduktion. Und was die Solarpanelen jetzt bringen, schieben wir da rein. Und das macht diesen Jahresverlauf. Wieder brauchen wir solch einen großen Speicher nicht, wie hier unterstellt. Schieben wir also die ganze Sache parallel nach unten, bis sie anstößt unten. So, dann haben wir hier an dieser Stelle unser minimales Speichervolumen für die Glättung des Sonnenstroms. Das sind 3900 Speicherkraftwerke. Eine ähnliche Rechnung wie vorhin, allerdings auch nochmal Tausende. Jetzt sollten wir beides vielleicht zusammen betrachten, den Sonnenstrom und den Windstrom, die beiden Speicher. Wir hatten vorhin eine Kurve für den Speicher des Windstroms, hier haben wir eine Kurve für den Speicher des Sonnenstroms. Die beiden mal zusammen gezeigt, bringen dieses Bild. Und das sehen Sie interessanterweise,
Es gibt eine gegenläufige Entwicklung. Das heißt, der Windspeicher ist gerade dann voll, wenn der Sonnenspeicher leer ist und umgekehrt. Das ist sehr, sehr schön. Wir können also durch die Verbindung dieser beiden Speicher das Speichervolumen reduzieren. Rein rechnerisch, wir addieren einfach diese beiden, dann kämen wir zu dieser Kurve des Gesamtspeichers und Sie sehen, der ist viel zu groß, weil der Tiefpunkt hier weit über der Nullachse liegt. Also können wir den nach unten schieben und wiederum das minimale Speichervolumen für beide zusammen ausrechnen und kommen auf hier 3500 Speicherkraftwerke nur. Das ist interessant. Während also die Glättung des Windstroms alleine 6000 braucht und die Glättung des Sonnenstroms alleine knapp 4000 Speicher braucht, brauchen wir für beide zusammen nur 3500 Speicher. Das ist schon einmal ein ganz schöner Gewinn. Tragen wir das wieder in unser Diagramm ein, dann kriegen wir wieder für alternative laufende Leistungen, also wenn wir alles glätten, hätten wir 7 Gigawatt, diese ertragsgesetzliche Kurve. Das hier ist die gesicherte Leistung, das ist wieder nur der Windstrom, der Sonnenstrom ist nicht dabei, weil der ja nicht gesichert ist. Aber hier zum Beispiel, wenn wir diesen Punkt ansteuern wollten und mit 4 Gigawatt Leistung begnügen wollten, also 4/7 sozusagen von dem Durchschnitts, von der Durchschnittsproduktion hier realisieren wollen, dann kämen wir doch mit 385 Speicherkraftwerken hin. Jetzt muss die Rechnung noch weitergetrieben werden, weil es gar nicht möglich ist, solche idealen Speicher zu haben. Es gibt ja Prozessverluste. Das heißt, wenn ich das Wasser da reinpumpe, brauche ich Kraft für die Pumpen und wenn ich es wieder rauslasse, brauche ich wieder Kraft. Das heißt, fürs Hoch- und Runterpumpen, für einmal Hochpumpen, entstehen 25% Prozessverlust. Wenn man das also jetzt mit berücksichtigt, dann heißt das für jeden Punkt hier in der horizontalen, bei einer gegebenen Leistung, brauche ich dann mehr Speicherkraftwerke, weil ich mehr von den Stromspitzen noch reinholen muss, um die Verluste auszugleichen. Die ganze Kurve schiebt sich also nach rechts. Und das ist hier der äußerste Punkt und das sind die anderen Punkte. Sie sehen, das ist die neue Kurve. Und wenn wir also jetzt 4 Gigawatt Leistung von Wind- und Sonnenstrom, kontinuierliche Leistung erzeugen wollen, brauchen wir 437 Speicherkraftwerke. Das ist sozusagen die Endzahl, mit der ich Sie jetzt nach Hause lassen möchte. Wir hätten also natürlich darauf verzichtet, alles zu glätten, dann würden wir 3270 Speicherkraftwerke brauchen für die Stromproduktion des Jahres 2011. Aber wenn wir uns mit 4/7 der Ausbeute begnügen wollen, wenn wir also gegenüber der gesicherten Leistung weitere 3 Kernkraftwerke an Leistung da rausholen wollen aus dieser Stochastik, dafür bräuchten wir dann 437 Speicherkraftwerke. Das ist aber auch noch sehr viel. Das ist immer noch sehr viel. Wir haben also wirklich gerechnet, um die Zahlen zu drücken, sozusagen, indem wir dies und das und Servius noch berücksichtigt haben, aber es bleiben 437 Speicherkraftwerke. Wir werden nicht ein Zehntel davon in Deutschland errichten können. Insofern ist diese ganze Idee utopisch. Nicht? Vollkommen unmöglich, die Speicherkraftwerke wird es nicht geben. Energiewende ins Nichts. Schon frustrierend. Und es ist hier nur mit 3 Satz gerechnet, also keine größeren Geheimnisse, das kann jeder nachrechnen. Übrigens, diese 437 Speicherkraftwerke würden dann 96 Milliarden Euro kosten. Und die durchschnittlichen Kosten, die heute anzusetzen sind, unterstellt, das kostet so viel wie 32 Atomkraftwerke. Das heißt, um also gegenüber dem 1 Gigawatt gesicherter Leistung eine Leistung von 3 Atomkraftwerken da aus dieser Stochastik rauszuziehen durch Speichertechnologien, brauchen wir die Kosten von 32 Atomkraftwerken. 10-mal so viel.
Jetzt geht es ja vielleicht auch so. Die Idee war ja jetzt, das Ganze ein bisschen intelligenter zu machen und die Elektroautos auf die Straße zu bringen und die Speicher, die schon da sind, in diesen Autos zu nutzen für diesen Zweck. Also kann man auch das mal rechnen. Wie viel BMW i3 Speichersätze würde ich denn brauchen? Einer kostet so, glaube ich, 12.000 Euro. Ja? Wie viel würde ich brauchen von diesen Speichersätzen? Sind Lithium-Ionen-Batterien, die sich natürlich auch eignen für den Zweck. Nun, 22 Millionen BMW i3 Speichersätze. Was kosten die? 254 Milliarden Euro, nur die Batterien. Und wenn ich alles glätten will, oder das entspricht dem Kosten von 85 Atomkraftwerken übrigens. Und wenn ich alles glätten will, brauche ich 164 Millionen BMW i3 Speichersätze. Das heißt, ich muss den deutschen Automobilbestand vervierfachen, der jetzt bei 40 Millionen liegt. Und ich muss natürlich alles dann als Elektroautos haben. Ja? Eine Million sind ja geplant, nicht 164 Millionen BMW i3 oder ähnliche französische Produkte. Ja, die eine Million bringen uns hierhin. Das bringt uns immerhin so viel wie ein Atomkraftwerk von der Speicherkapazität, weil wir ja beim ertragsgesetzlichen Verlauf anfangs, wo die Grenzproduktivität riesenhoch ist, beginnen. Aber das ist halt insgesamt nur 6 Promille der erforderlichen Speicherkapazität, die wir dann haben. Dieses Programm mit den 1 Million Elektroautos heißt 0,6% der zur Glättung des Sonnen- und Windstroms des Jahres 2011 nötigen Speicherkapazität. Wissen Sie, man kann diese Dinge so verbal wunderschön beschreiben, die Semantik ist grenzenlos dehnbar und flexibel, dann klingt das alles irgendwie plausibel, aber man muss es wirklich rechnen. Bevor man das nicht gerechnet hat, macht diese ganze Semantik keinen Sinn. Es ist kein Thema, das sich semantisch intuitiv erfassen lässt. Gibt es nicht noch andere Lösungen? Smart Grid. Wir verschalten das alles und passen die Spitzen, Verbrauchsspitzen an die Stromspitzen an und so weiter. Da gibt es also auch sehr überzeugende Vorstellungen. Das ist sicher alles richtig. Schauen wir uns das mal genauer an. So ein Haus in einer Smart Grid Anlage. Da würde man eben einen Boiler haben, eine Waschmaschine, eine Mikrowelle, Klimaanlage und die kann man ja anschalten, wenn der Wind weht. Und wenn er nicht weht, halt lässt man es sein. Damit mag man was kriegen. Ob man das Licht dann nur anschaltet, wenn der Wind weht, das weiß ich schon nicht. Und ob man bereit ist, die Waschmaschine laufen zu lassen, wenn man gar nicht zu Hause ist, das wird auch manchen Leuten schwerfallen. Aber immerhin, in diese Richtung müsste man wahrscheinlich denken. Ich habe was gesucht zu irgendwelchen belastbaren Zahlen. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts bieten. Das ist alles so fürchterlich kompliziert, es gibt da nichts. Also keine wirkliche Rechnung darüber, was dann da aufgefangen werden kann an Stochastik und was nicht. Immerhin. Und dann redet man von Methanspeichern. Statt jetzt also das Wasser in die Speicheranlagen hochzupumpen, könnten wir ja auch Methanspeicher anlegen, indem wir den Strom zu Methan machen. Erstmal mit der Elektrolyse wird aus dem stochastischen Strom halt jetzt Wasserstoff gemacht, H2. Und dann nimmt man das CO2 aus der Luft oder aus Verbrennungsanlagen und baut das zusammen mit dem H2 und macht Methan draus. Methan ist Erdgas, wie es aus Sibirien kommt. Das geht. Technisch beherrscht man das. Und dann hat man Erdgas, und dieses Erdgas, also Methan, und kann dieses Methan verwenden, um also daraus dann wieder mit
Gaskraftwerken Strom zu machen, oder man kann es auch direkt in das Gasrohr einspeisen, um also dann das irgendwo zu verbrennen. Ist das vielleicht die Lösung? Leider sieht es auch nicht gut aus, denn aus technischen Gründen ist der Wirkungsgrad dieser Kette, Strom über Methan wieder zu Strom zu machen, nur ein Viertel. Höher lässt sich das gar nicht machen. Das sind keine ökonomischen, sondern rein technische Gegebenheiten. Ein Viertel bleibt übrig, und das heißt, ohne Baubetriebskosten dieser ganzen Anlagen überhaupt nur zu rechnen, verteuert der Durchfluss des Stroms durch die Methanspeicher bis zum Endverbraucher den Strom bereits auf das Vierfache. Der Stromdurchfluss durch Pumpspeicherwerke verteuert den Strom aber nur um ein Drittel, weil die Wirkungsgrade sehr viel höher sind bei Elektromotoren und Generatoren. Was ist zu den Kosten der Anlagen an sich zu sagen? Das ist halt also mal unabhängig von dem Wirkungsgrad und den Verlusten, die dadurch entstehen. Nun, also die günstigsten Methanspeicher, die wir gefunden haben, sind so teuer wie die Pumpspeicherwerke pro Speichervolumen. Aber meistens sind sie teurer. Das heißt, es ist keine billigere Speichertechnologie, es ist eine doch wahrscheinlich deutlich teurere Speichertechnologie. Also der Speicher an sich, von den Kapitalkosten her, ist eher teurer, aber vergleichbar. Nur die Prozessverluste, die bei 3/4 liegen, bedeuten, dass was immer man an Strom da reinsteckt, er wird 4-mal so teuer, wenn er wieder rauskommt. Könnten wir nicht Folgendes machen? Noch eine Idee. Wir nehmen das Gas aus Sibirien und lassen das nur intermittierend sozusagen aus dem Rohr raus, um die Lücken zu füllen. Das heißt, das natürliche Reservoir in Sibirien ist der Speicher. Wenn bei uns also die Sonne scheint oder der Wind weht, erzeugen wir Methan und drücken das sozusagen zurück nach Sibirien, beziehungsweise holen es gar nicht erst von da. Das heißt, Russland liefert den Speicher, um die Stochastik auszugleichen. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Naja, also die Russen tun das nicht. Die liefern das Erdgas nur kontinuierlich, weil alles andere eine Unterauslastung ihrer teuren Rohrleitungen bedeuten würde. Die liefern kontinuierlich und wir speichern das Erdgas aus Russland in Methanspeichern in Deutschland. Wir müssen also selber für die Speichertechnologie sorgen. Dann sind wir aber wieder da, wo wir vorhin schon waren mit der Rechnung. Dann haben wir wieder unsere Methanspeicher. Ja, dann können wir auch gleich darauf verzichten und lieber das Gas aus Russland nehmen. Dann können Sie sagen, ja, aber aus Umweltgründen ist es ja besser, wir holen es gar nicht und es bleibt im Boden. Das wird nicht im Boden bleiben, denn das Gas, was wir nicht aus Sibirien beziehen, das fließt dann nach China. Glauben Sie mal nicht, dass die Russen deswegen weniger Methan verkaufen, wenn wir unseren Methangashahn zumachen. Das landet genauso in der Atmosphäre. Nun ist Gas immerhin besser als die anderen fossilen Brennstoffe, weil ja die Hälfte der Energie aus der Wasserstoffverbrennung kommt im Gas. Und das ist ja unschädlich für das Klima. Also das wird auch nichts. Die Methanspeicher sind irrsinnig teuer und halten einem wirtschaftlichen Vergleich mit den Pumpspeicherwerken in keiner Weise stand. Energiewende ins Nichts. Also im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, als doch wieder zur Kohle zu gehen. Und dann sind wir wieder da, wo wir gestartet waren, auch hier in dieser Vorlesung. Wir haben die fossilen Kohlenwasserstoffe in der Erde. Das sind 6500 Gigatonnen Kohlenstoff,
Nur der Kohlenstoff interessiert uns, die daran klebenden Wasserstoffatome interessieren uns nicht, denn die werden zu Wasser und die regnen ab, das ist kein Treibhauseffekt. Und von den 6.500 holen wir jedes Jahr 8 Gigatonnen raus, die werden verbrannt. Es entsteht das Kohlendioxid, das geht langfristig zu 75% in die Weltmeere und in die Biomasse, aber 25% langfristig, langfristig heißt hier über 300 Jahre, bleibt in der Luft und zwar für immer. Es ist ja nicht so, dass das da mal irgendwie verschwindet von alleine, sondern das akkumuliert sich in der Luft, weil die Luft, die Weltmeere, die Biomasse drei Speicher sind, die in gewisser Proportion zu füllen sind durch das, was ich aus der Erde raushole. Es gibt also hier keine Effekte, die das verhindern. Gut, über viele zigtausende von Jahren ja, aber das ist jenseits der menschlichen Erwägungen. Also sind wir doch wieder beim Klimaproblem angekommen. Es ist dasselbe Kohlendioxid übrigens, dasselbe Kohlenstoff, der da in der Luft landet, der aus der Erde kommt und wir haben keine Möglichkeit außer der Sequestrierung, das irgendwie zu verhindern. Alles, was rauskommt, geht in die Luft, also ein Viertel davon geht in die Luft oder wir stecken es wieder in die Erde rein, aber das Reinstecken ist schwierig, weil ja riesige Volumina auch benötigt werden für ein Kubikmeter Kohle, die ich verbrenne, entstehen 5 Kubikmeter flüssiges CO2 und für einen Kubikmeter Öl, das ich verbrenne, entstehen über 3 Kubikmeter flüssiges CO2. Für jede Ölpipeline aus Sibirien muss ich 3 zurückbauen, um das dann wieder abzuladen da irgendwie, aber es ist gar kein Platz. Also das wird auch nicht wirklich was. Gut, jetzt habe ich Sie hinreichend frustriert. Die Ökonomie ist eine dismal science und das gilt natürlich auch heute wieder. Ich darf zusammenfassen, 7 Thesen. Das Klimaproblem besteht wirklich. Vergessen wir diese Hockeystick-Kontroverse. Es gibt ganz andere Daten, die hier zu Rate zu ziehen sind. Deutschland plant den doppelten Ausstieg und selbst Joschka Fischer hat gesagt, dass das wohl schwierig wird, aus der Kohle und der Atomkraft. Das ist utopisch, ich bleibe dabei, das kann nicht gelingen. Und politische Befindlichkeit, Umfragen, 85% der Deutschen dafür, wissen Sie, das ist alles endogen, das wird sich natürlich ändern, wenn die Leute merken, wie teuer das wird. Das ist so flüchtig. Was die Politiker für eine Wirklichkeit halten, bloß weil sie die selber in den Köpfen der Menschen erzeugt haben, das ist sehr flüchtig und wird nach ein paar Jahren durch die Realität und die ökonomischen und vor allem auch die naturwissenschaftlichen Gesetze hier beiseite gewischt werden. Mit dem Atomausstieg stehen wir ziemlich allein. Wir können uns auf die Belgier und die Spanier noch berufen, aber sonst auf niemanden. Gut, die Schweiz will irgendwann in den 30er Jahren raus, aber bis dahin. Wind- und Sonnenstrom kommen uns schon als kräftig vor, wenn man sieht, was alles an Anlagen in Deutschland installiert ist, erzeugen aber, selbst wenn man die durchschnittliche Leistung bringt, nur 3% des Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man die gesicherte Leistung bringt, nur 0,4% des Energieverbrauchs. Wo wollen wir denn hin? Wie soll denn Deutschland aussehen, wenn wir da also irgendwie eine substanzielle Entwicklung haben, um an die 85% fossile Energie ranzukommen? Die Atomenergie war die einzige Chance, die wir hatten. Wenn wir die beiseite werfen, bleibt nichts mehr übrig. Um die 3% auch wirklich zu erreichen und nicht nur 0,4 gesicherte Leistung zu haben, brauchen wir Speichertechnologien. Und die Rechnung habe ich Ihnen gezeigt. Mein präferiertes Beispiel ist, um von 1/7 auf 4/7 der durchschnittlichen Strom-, Wind- und Sonnenstromproduktion zu kommen durch Speichertechnologien und damit 3 Kernkraftwerke einzusparen, brauchen wir 437 Speicherkraftwerke
oder 22 Millionen BMW i3 Batteriesätze. Das kostet so viel wie 32 neue Atomkraftwerke beziehungsweise 85 neue Atomkraftwerke. Ich wage die Behauptung, dass Deutschland sich abwenden wird von diesem Kurs, zurückkehren wird zu der Atomkraft. Die Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 ist noch nicht gesichert. Es gibt ja auch Kraftwerkstypen, den Kugelhaufenreaktor, der in Karlsruhe entwickelt wurde, der inhärent sicher ist, den die Chinesen jetzt bauen. Also man muss sie ja nicht so gefährlich bauen wie in der Vergangenheit. Mein Fazit: Deutschland wird sich am Klima versündigen und doch wieder in Kohlekraftwerke gehen, wenn es diesen Kurs durchhält, oder es wird ausländischen Atomstrom in großem Umfang importieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ist noch eine Diskussion? Ja. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen faszinierenden und sehr interessanten Vortrag. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Diskussion. Wenn es Wortmeldungen gibt, Kommentare, Fragen, dann bitte ich Sie zu melden. Da vorne sehe ich eine Wortmeldung. Haben wir ein Mikrofon? Das müsste da. Wo ist das Mikrofon? Ah ja, da. Da. Also es gibt einen Landtagsbeschluss in Bayern, dass man in 10 Jahren 22.000 neue Biogasanlagen bauen will, die als Regel- und Grundlast nützlich sind. Außerdem kann man Energiepflanzen im Gewächshaus anbauen. Da habe ich sehr gute Berechnungen gemacht. Und damit könnten wir eigentlich diese Lücke schließen. Und außerdem müssen wir ja bedenken, dass Hermann Scheer in seinem letzten Buch dieses Marrenmodell von Gottfried Rössle propagiert hat, wo eben das Erdgasnetz, das man ausbauen kann, von 6.000 auf 9.000 Kilometer als Speicher selber nehmen kann und wir direkt dann in Blockheizkraftwerken den Ferntransport der Energie billig machen und nur vor Ort in den städtischen Stromnetzen als Puffer haben und dann im Blockheizkraftwerk Strom und Wärme draus machen können aus dem Gas. Und dann haben wir die Lösung und die wird auch propagiert. Ich weiß nicht, warum Sie davon nichts reden. Wieso? Ich habe doch Nutzung der Erdgasspeichertechnologie explizit diskutiert. Das ist ja der Methanspeicher, den habe ich ja hier besprochen. Was die Biogasanlage betrifft, ja, der Vorteil ist, da kann ich also eine stetige Energie erzeugen und ich kann sogar noch mehr, ich kann die Energie genau dann erzeugen, wenn sie gebraucht wird. Da gibt es gewisse Vorteile, aber es gibt natürlich diese problematische Flächenkonkurrenz. Wofür nutze ich die Agrarflächen? Für die Befüllung von Tanks oder von Tellern? Und es ist ein ethisches Problem größerer Art, das sich hier stellt, wenn ich also die Nahrungsmittel umwidme. Wir haben also in der Welt im Jahre 2007, 2008 bereits in 37 Ländern Hungerproteste gehabt, angesichts der Verdreifachung der Nahrungsmittelpreise damals, Sie werden sich erinnern. Und das ist wirklich zurückzuführen auf die Ausweitung der Bioethanolproduktion in den USA, wo also schon ein erheblicher Teil der ganzen Maisernte verwendet wird, um eben nicht mehr Nahrungsmittel herzustellen, sondern Bioethanol. Und dieser Trend zu einer Umwidmung der Landflächen für die Energieproduktion bringt uns letztlich zurück in die vorindustrielle Zeit, wo wir auch das Land brauchten. Vor der Industrialisierung wurden mindestens 50, wenn nicht 2/3 der Fläche der Landwirtschaft verwendet, um die Zug- und Lasttiere zu ernähren. Das heißt also, es war der Hafermotor, der seinerzeit alles bewegte. Und die Bioenergie
Richtung ist eine Rückkehr in diese Verhältnisse. Kübler, Universität Stuttgart. Und als vom Westen herkommend wollte ich fragen, wie Sie das Konzept von Müller-Steinhagen sehen mit Desertec in diesem Zusammenhang, dass man halt die afrikanische Wüste zupflastert mit Solartechnik. Ja, also in diesem Buch, was ich Ihnen vorhin genannt habe, The Green Paradox, ist im Kapitel 2 eine ausführliche Abhandlung dazu, wo die positiv endet. Also ich sehe das sehr positiv. Das ist, gehört zu den Vorschlägen, die ich also rein technologisch jedenfalls für sehr sinnvoll achte. Die Wüste ist halt da, das stört niemanden, wenn man da die Dinger aufbaut. Nur, jetzt kommen die ganzen Probleme. Man muss erstmal die Leitungen hinbringen. Man muss die politischen Verhältnisse in den Blick nehmen. Und seit der Jasmin-Revolution ist das Projekt halt tot, nicht? Kein Mensch redet mehr von Desertec, weil wo will man das denn hinstellen? Wie will man das verteidigen? Wie kann man da sicherstellen, dass also da tatsächlich die Anlagen auch betrieben werden? Aber technisch bin ich voll dabei, finde ich also wirklich überzeugend. Ob sich das dann rechnet, ist eine Frage und ich finde, das muss die Wirtschaft halt selber entscheiden und nicht eben auf hunderte Milliarden von Subventionen hoffen. Ich finde das sehr wichtig, dass Sie an den Anfang gestellt haben, dass Sie akzeptieren die Klimaproblematik. Das heißt doch eigentlich, dass wir von CO2 runterkommen müssen. Wir haben zurzeit also 10, 11, 12 Tonnen pro Jahr und pro Einwohner Amerikaner 22. Das heißt, wenn Sie die Klimaproblematik ernst nehmen, dann heißt es doch eines der wichtigsten Forderungen, dass wir in den nächsten Jahren mit dem CO2-Ausstoß herunterkommen. Wie groß sehen Sie denn da das Einsparpotenzial? Ja, das sagt er. Dann auf die fossilen, vor allen Dingen auf die Vermeidung der fossilen Brennstoffe. Der ganze Vortrag diente ja dazu, zu zeigen, dass da nicht viel Mileage zu holen ist. Das ist ja das Problem. Riesige Anlagen, riesige Investitionen, finanziell riesiger Flächenverbrauch, den wir heute schon sehen. Und nochmal, ich wiederhole, was wir heute schon haben, Wind- und Sonnenstrom ist 0,4% des Endenergieverbrauchs. Und das CO2-Problem kommt von 85% fossiler Endenergie, die wir schon haben. Die müssen wir irgendwie runterdrücken. Ja, wie denn? Können Sie mir das mal, ist vollkommen völlig unmöglich, da substanziell was zu erreichen. Der einzige Weg, den die Menschheit hat, um das Klimaproblem zu lösen, ist der Atomstrom, leider. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Abfälle, die so gefährlich sie sind, halt nur winzige Spuren unseren Nachkommen in der Erdkruste an Schäden hinterlassen im Vergleich zu den gewaltigen Schäden, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen. Ich habe auch mal eine andere Rechnung gemacht, nur mal zum Beispiel. Stellen Sie sich vor, Biblis A, so einen Reaktorblock, würde ich ersetzen durch ein Kohlekraftwerk mit der gleichen Leistung. Ja? Für Biblis A habe ich Abfälle in Form von zwei Castor-Behältern an hochradioaktivem Material und dann noch einen halben Güterzug an schwachradioaktivem Material, das man oberirdisch sogar lagert, an der Luft. Ja, wird es gelagert. In 50 Jahren ist das nicht mehr radioaktiv. So, von den Mengen her. Ich brauche aber 6.600 Meter lange Güterzüge, mal rechnerisch, gefüllt mit flüssigem CO2, um das CO2 eines gleichwertigen Kohlekraftwerks abzutransportieren. Das sind ja so unglaublich größere Mengen. Und wenn ich dann sage, ich speichere das irgendwelchen in Erdlöchern durch Sequestrierung, ja, wo soll denn bitte der Platz sein? Auch das macht sofort klar, wie minimal die Schadstoffbelastung ist im Verhältnis zu den fossilen Brennstoffen. Also wenn wir jetzt die Atomkraft dann auch noch abschaffen, dann ist es eine Energiewende ins Nichts und dann können wir auch unsere ganzen schönen Umweltthemen uns abschminken. Es wird nichts.
Ich verstehe auch gar nicht, wieso wir die Forschung an der Kernfusion nicht fortsetzen, die ja nun rein strukturell wesentlich weniger gefährlich ist. Wir haben im Max-Planck-Institut für Kern- und Plasmaphysik da in Greifswald den deutschen Stellarator. Das ist ein super Projekt, ein Versuchsreaktor, der gebaut wird. Ja, da werden 200 Millionen Euro jedes Jahr aufgewendet. Und ich habe vorhin gezeigt, 10 Milliarden Euro haben wir für die Einspeisetarife aufgewendet. Also wir setzen doch die Prioritäten vollkommen falsch. Warum erforschen wir nicht die Technologien, die wirklich einen fundamentalen Durchbruch hier bedeuten könnten? Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, die Sie alle geschildert haben, aber ich finde, Sie verengen in Ihrem Vortrag den Blick etwas zu sehr auf Deutschland. Sie haben selbst gerade ein Beispiel genannt, das Thema Desertec. Ein anderes Beispiel wäre, man kann auch Stromspeicher, zum Beispiel in Norwegen, wo man sehr große Wasserkraftspeicherkapazitäten realisieren kann, nutzen. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, wo man durch einen erweiterten Betrachtungsrahmen, zum Beispiel auf Europa, die Probleme wesentlich kostengünstiger lösen bzw. entschärfen könnte. Auch was Sie erwähnten, das Nullsummenspiel bei der CO2-Emission, das ist natürlich eine politische Frage, aber wenn man diesen Emissionszertifikatehandel in Europa vernünftig deckeln würde, und einen kleinen Ansatz gab es ja in letzter Zeit, dann ist es eben kein Nullsummenspiel. Und die andere Frage, die Sie in Detail diskutiert haben, hier die Frage der nutzbaren Leistung von Solar- und Windstrom. Auch da lässt sich die Bilanz erheblich verbessern, wenn man nicht Deutschland als Region betrachtet, sondern wenn man ganz Europa betrachtet. Können Sie dazu mal Stellung nehmen? Ich finde insgesamt Ihre Darstellung ist damit sehr viel negativer, als sie bei einer globaleren Betrachtung ausfallen müsste. Das ist eigentlich meine Kritik. Ja, natürlich. Es ist sicher richtig, dass es hier Möglichkeiten gibt. Indes wissen Sie, wie die europäischen Nachbarn reagieren. Sie haben Blockierungen eingebaut in die Stromleitungen, um die Übersendung der Stromspitzen zu verhindern. Denn das ist das, was bislang lief. Deutschland hat seine Stromspitzen aus dem Windstrom und hat die in das europäische Netz eingespeist. Und der Strom fließt über den Weg des geringsten Widerstandes, fließt über Polen, fließt über Holland, und die beschweren sich. Jetzt ist es so, dass zu bestimmten Zeiten im Jahr der Strompreis in Deutschland wegen dieser Windspitzen schon negativ ist. Wenn am Sonntagmorgen der Wind ordentlich bläst und die Leute noch in den Betten sind und die Fabriken auch zu, dann ist der Strompreis hin und wieder in Deutschland negativ. Das heißt, Deutschland exportiert dann Strom an andere Länder, bezahlt sie dafür, dass sie den absorbieren und vernichten. Selbst wenn die anderen Länder das nicht nehmen, nicht abnehmen und wir sie dafür nicht bezahlen, dann fließt der Strom aber trotzdem durch ihre Netze, und das destabilisiert die Netze. Und da sind jetzt diese anderen Länder dabei, eben sozusagen Einwegrichter einzubauen, die verhindern, dass der Strom über die Grenzen fließt. So einfach, wie das bislang ging mit dem europäischen Netz, wird es nicht bleiben. Es ist also nicht so, dass das geteilt wird, wie wir das sehen, von den anderen Europäern, sondern die haben eine ganz andere Auffassung. Sie brauchen ja nur die Verlautbarung der EU, sich hier vor Augen zu führen. Wir stehen damit allein. Keiner will diesen minderwertigen, stochastischen Strom haben, den wir erzeugen. Den müssen wir selber glätten. Gut, Norwegen, wenn wir die Norweger bezahlen und sie füllen dann also dortige Speicherseen auf, dann ist das eine Möglichkeit. Aber die Leitung nach Norwegen, von Norddeutschland nach Norwegen und zurück nach Norddeutschland und dann von Norddeutschland nach Bayern, das ist natürlich auch alles sehr aufwendig. Gut, müsste man nochmal rechnen. Meine Rechenkapazität war jetzt auch nicht unbegrenzt, insofern habe ich das jetzt nicht explizit mit aufgenommen. Erwägenswert ist es. Ja, Martin Zeil, bis vor kurzem Energieminister hier im Freistaat. Ich teile
natürlich deine Herleitung, was jetzt die Situation angeht. Ich teile aber nicht die These, dass es überhaupt eine realistische Möglichkeit gibt, dass es politische Mehrheiten geben kann, dass dieser Atomausstieg, wo ich ja die Bedenken nicht nur nachvollziehe, sondern teile, dass der in irgendeiner Weise rückgängig gemacht wird, halte es für absolut unrealistisch. Deswegen, glaube ich, müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren und deswegen zwei Fragen. Mir ist aufgefallen, dass das Thema hocheffiziente Gaskraftwerke dem Vortrag überhaupt nicht vorgekommen ist. Denn wir haben ja hier in Bayern die effizientesten der Welt mit über 61%. Und wenn wir das Förder- und Marktdesign auch im Zusammenspiel mit den volatilen Energieerzeugungsarten richtig machen, das ist nicht da, das ist kein Gleichgewicht, aber da gibt es ja Vorschläge, übrigens auch von dem Sachverständigenrat, auch von der Monopolkommission, dann sind ja die Gaskraftwerke durchaus eine Alternative zu den Kohlekraftwerken, jedenfalls in Süddeutschland. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, du bist ausgegangen hauptsächlich von den natürlich jetzt bestehenden Speichertechnologien, die natürlich unrealistisch sind, was die Möglichkeiten angeht, die Speichernotwendigkeiten aufzunehmen. Aber es gibt ja erhebliche Ansätze, darauf will ich nur hinweisen, sollte man vielleicht auch noch mit ins Kalkül ziehen, natürlich neue Speichertechnologien zu entwickeln, nicht nur die Methanisierung, es gibt auch andere, die natürlich längst noch nicht reif sind und marktfähig, aber ich denke, auch darin wird ein Weg liegen müssen, denn andere technische Möglichkeiten wird es nicht geben, um den Strom zu speichern. Darin wird meines Erachtens auch die Zukunft liegen. So viel vielleicht gerade mal als zwei Anmerkungen und Fragen. Ja, vielen Dank. Doch, die Gaskraftwerke habe ich schon angesprochen mit dieser Folie, die vorhin kam. Das ist die intermittierende Lieferung des Gases aus Russland. Nicht? Da ist ein möglicher Puffer und die Gaskraftwerke sind zum Teil hocheffizient. GOD-Kraftwerke haben einen Wirkungsgrad von 60%. Das ist schon sinnvoll. Bei der Methanisierungsanlage, die ich vorhin hier beschrieben habe, steht am Ende ja auch ein Gaskraftwerk. Nicht? Die Frage ist also, nur welches Gas schicke ich durch das Gaskraftwerk? Das aus Sonnenstrom gewonnene Methan oder das Erdgas aus Russland? Das ist schon eine Möglichkeit, nur wenn ich also die Lücken fülle mit Gaskraftwerken, dann bin ich ja weg von erneuerbarer Energie. Ich bin dann wieder bei fossiler Energie. Nicht? Nun habe ich auch darauf hingewiesen, dass das Erdgas besser ist als Kohle oder Öl, weil eben die Hälfte der Energie aus dem Wasserstoff kommt. Es ist also sauberer sozusagen, aber es bleibt eine fossile Energie mit auch einem CO2-Ausstoß. Ja gut, was die politischen Einschätzungen betrifft, das ist ja auch nur eine Nebenbemerkung von mir, das will ich auch nicht so ernst nehmen. Kein Mensch weiß, was passieren wird, aber du als Politiker kannst das sicher besser einschätzen. Nur was ich immer wieder sehe, mit allem Verlaub bei Politikern, ist, sie erzeugen sich selber eine Wahrheit, indem sie bestimmte Dinge sich gegenseitig erzählen, immer wieder. Also da bist du jetzt bestimmt nicht verantwortlich, ich meine das jetzt mal ganz allgemein. Und die Presse wirkt dann mit und dann wird das hinreichend viel als Ping-Pong gespielt zwischen den Köpfen und den Medien, sodass die Bevölkerung das Gefühl hat, das ist eine Wahrheit. Und dann kommt man dazu, dass 85% der Menschen plötzlich irgendwas glauben. Dagegen stehen harte ökonomische Gesetze und auch naturwissenschaftliche Gesetze. Und die Frage ist jetzt, was obsiegt zum Schluss?
Setzen sich jetzt politische Wahrheiten durch oder setzen sich ökonomische und naturwissenschaftliche Gesetze durch? Ich wette Letzteres. Es ist immer das... Nicht? Insofern bin ich hier strikt marxistisch. Das Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht umgekehrt. Ja, Sie haben ja den positiven Ausweg gezeigt, den die ganze Welt macht, neue Atomkraftwerke zu bauen. Jetzt wissen wir ja, die Ressourcen sind endlich. Und ich habe früher mal gelernt, auch Uran gibt es nicht unendlich. Ist diese Planung, die die Welt da anstrebt, eigentlich überhaupt realistisch? Oder muss man sagen, das sind ganz tolle Pläne, aber in 50 Jahren gibt es auch für die Atomkraftwerke keinen Brennstoff mehr? Gibt es dazu genauere Zahlen jetzt mittlerweile, oder? Also hier gibt es, das ist eine wichtige Frage, also die, mit den herkömmlichen Technologien ist das sicher auch ähnlich wie beim Öl, dass das Uran dann irgendwann verbraucht ist. Aber es gibt ja die schnellen Brüter, das heißt alle Abfälle, die wir heute haben, kann man wieder aufbereiten und dann später wieder verwenden. China hat vor 2 Jahren eine Presseerklärung gemacht, wo sie gesagt haben, dass sie 60 verschiedene Modelle an schnellen Brütern ausgetestet haben und sich jetzt für das richtige Modell entschieden haben und mit dieser Technologie der schnellen Brüter eigene Uranvorräte haben, die 3000 Jahre reichen werden. Das reduziert die Restmengen, die strahlenden Restmengen auf einen kleinen Anteil und vermehrt halt die Leistungsausbeute. Insofern ist es auch falsch, hier nach einem Endlager für Atom zu suchen, jedenfalls einem Endlager, wo man nicht mehr rankommt, in Salzstöcken oder so. Ich habe meine Meinung da auch geändert. Salzstöcke schließen zwar wunderschön ab, aber man kommt da nicht mehr ran. Die meisten Länder lagern nicht im Endlager, sondern so, dass sie nach einigen Jahrzehnten, wenn der Fall eintritt, den Sie meinen, dass das Natururan so teuer wird, dass es sich nicht mehr lohnt, dass man dann eben diese Restbestände für schnelle Brüter verwenden kann. Im Übrigen gibt es auch eine Technologie, die in Japan betrieben wird. Da gewinnt man das Uran aus dem Meerwasser. In so einem Kubikkilometer Meerwasser steckt 1 Kilogramm Uran. Und wie bitte? Nein, das ist ein natürliches Uran. Uran kommt ja überall in der Erdkruste vor. Und die Japaner haben angeblich eine Technologie, sind dabei, sie zu entwickeln, wo sie hoffen, dass sie das zum Vierfachen des jetzigen Uranpreises aus dem Meerwasser gewinnen können. Das ist ein Punkt, auf den mich Karl Christian von Weizsäcker gebracht hat, der sich mit dieser Sache hier intensiver beschäftigt hat. Also, es gibt die Möglichkeit, die Sache zu strecken und dadurch ungefährlicher zu machen. Was die Gefährlichkeit betrifft, ich bin nun wirklich kein, ich habe mit der Atomlobby wirklich nichts zu tun. 0, nichts. Mir geht es auch überhaupt nicht um hier Interessen oder was. Mir geht es einfach nur um pragmatische Lösungen. Was die Gefährlichkeit betrifft, so sind wir Deutschen hier, glaube ich, ein bisschen hysterisch. Die Strahlung als solche wird ja als etwas Unnatürliches und Künstliches und deshalb grundsätzlich Verwerfliches angesehen. Man muss aber sehen, die Strahlung in der Erdkruste war, als die ersten Lebewesen entstanden sind, um das 5-fache höher als heute. Alle Materialien der Erde strahlen, die Gesteine strahlen, die Strahlung nimmt ab. Viele Stoffe, die in der Erdkruste waren, haben sich verstrahlt im Laufe der Zeit, sind heute nicht mehr da. Aber das Leben, wie es auf der Erde existiert, ist permanent dem Beschuss dieser Strahlung ausgesetzt und hat einen permanenten Reparaturmechanismus. Wir haben vor 2 Jahren einen Vortrag in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hier dazu gehört von einem Biochemiker, der hat das auch nochmal aufgeführt, hat gesagt, und das ist eine unglaubliche Zahl, pro Zelle des menschlichen Körpers gibt es 50.000 Gendefekte pro Tag. Sag mal, das kann ja nicht sein, unmöglich. Doch, so ist es.
Und die werden alle repariert. Das heißt, wir sind also in einem permanenten Strahlengewitter sowieso. Alle möglichen Defekte passieren permanent und es wird permanent darum repariert. Das heißt, wenn da jetzt eine Strahlung ist, das ist zwar gefährlich, aber so gefährlich nicht, der ganze Apparat ist darauf ausgerichtet. Wenn es zu viel wird, wird es ein Problem. Aber es ist nicht so eine 0-1-Geschichte, wie man das so denken könnte. Ja? Natürlich ist alles ohne Strahlung und jetzt kommen die bösen Physiker und machen da was, was also in der, gar nicht normalerweise existiert. So ist es halt nicht, sondern die Strahlung umgibt uns permanent. Die skandinavischen Länder sind permanent einer höheren Strahlung ausgesetzt. Wenn sie vom Schwarzwald an den Zaun eines Atomkraftwerks an der Unterweser ziehen, dann verzwanzigfachen sie ihre Strahlenbelastung. Verstehen Sie? Umgekehrt, reduzieren sie die Strahlenbelastung auf ein Zwanzigstel. Ich meine, das ist... muss man alles auch mal bitte quantitativ ins Auge fassen, statt es so semantisch, emotional zu verabsolutieren. Das führt zu nichts. Ich hab eine kurze Frage zur allgemeinen Thematik. Jetzt nicht so. Wo sind Sie denn? Hier ganz, und ich trete ein Stückchen nach vorne. Ah ja. Ich habe eine ganz allgemeine Frage, und zwar haben Sie in Ihrem Vortrag jetzt sind Sie gar nicht auf die Nachfrageseite eingegangen. Mich würde interessieren, warum Sie langfristig einen stabilen Stromverbrauch annehmen und das hier jetzt gar nicht berücksichtigt haben. Ja, der ist natürlich abhängig von den Preisen. Wenn die Preise konstant sind, kann man sogar unterstellen, dass das vielleicht irgendwie mitwächst mit dem Wirtschaftsniveau, mit dem Lebensstandard. Aber wenn die Preise steigen, dann kann man auch entkoppeln. Und wir haben eine solche Entkopplung, wie Sie es andeuten, ja durchaus gesehen. Die Frage ist nur, ob wir die Einbuße an Lebensstandard wollen, die das bedeutet. Also das können wir im Grunde dem Markt auch weitgehend überlassen. Nicht? Wir können nicht das CO2-Thema dem Markt überlassen. Wir müssen also schon CO2 irgendwie bepreisen, um die Externalität, die durch den CO2-Effekt bei der Klimaerwärmung entsteht. Aber den ganzen Rest können wir doch den Märkten hier überlassen. Das ist auch nicht zu steuern. Das muss der Staat nicht steuern, wie viel Energie wir machen. Und bei den Atomkraftwerken haben wir auch eine Externalität. Das ist die Gefährdung, das sehe ich auch. Aber da habe ich mich schon lange dafür ausgesprochen, dass man eben Pflichtversicherungen macht. Das heißt also, die Kraftwerksbetreiber müssen eine Haftpflichtversicherung abschließen, die Schäden dann deckt. Und dann wird man sehen, ob die Versicherungsprämie zu hoch ist oder nicht. Dann sagen die Versicherer, das geht nicht, das schaffen wir nicht, aber es gibt Cat-Bonds und es gibt CDS-Versicherungen, die ein riesiges Volumen weltweit für alle möglichen Naturkatastrophen schon haben. Damit könnte man sehr wohl versichern. Cat-Bonds sind also Wertpapiere, die ein Atomkraftbetreiber dann ausgeben würde, mit einer gewissen Verzinsung, und die Leute würden ihr Geld nicht wiederkriegen, wenn der Schadensfall eintritt. Das ist ein klar definiertes Risiko, und viele Investoren auf der Welt wären gerne bereit, dieses Risiko mit in ihr Portfolio zu übernehmen, weil es ja auch stochastisch unabhängig von vielen anderen Ereignissen in der Welt ist. Also ich sehe das gar nicht als unmöglich an. Man soll sehr wohl die wirklichen Kosten der Gefährdung eines Atomkraftwerkes internalisieren durch den Versicherungszwang. Das ist schon richtig. Aber wenn man das getan hat, kann die Entscheidung ansonsten auch den Märkten überlassen werden. Entschuldigung, dass ich die Frage nochmal aufgreife. Meine Frage war nach der Effizienz, also der Einsparung von CO2. Aufgrund Effizienzsteigerung. Das heißt, Sie können die Gebäudeheizung um die Hälfte vermindern, Sie können die Autos um die Hälfte leichter machen und damit doch entsprechend sehr viel einsparen. Und auf dieses Potenzial sind Sie meiner Ansicht nach gar nicht richtig eingegangen. Nein, bin ich auch nicht, weil das war jetzt ein Vortrag hier, der nur am Rande das Klimaproblem betraf. Es ging eher um die Energiefrage. Aber Ihre Fragen werden in meinem Buch, das ich eingangs hier gezeigt habe, ausführlich behandelt. Da steht das Klimaproblem
im Vordergrund. Und natürlich gibt es diese Einsparmöglichkeiten, die würden auch durch Preissignale zustande kommen. Deswegen bin ich dafür, dass man den Emissionshandel erweitert auf alles, was also mit CO2 verbunden ist, und dann einen einheitlichen Preis durch den Preis der Emissionszertifikate für CO2 hat. Auch bei den Autos braucht man nicht mehr separate Maßnahmen, sondern Öl, welches importiert wird nach Deutschland, wird halt mit Zertifikaten belegt, gemäß dem CO2-Ausstoß, der da rauskommt. Und der Rest wird vom Markt gemacht. Diese ganze Detailsteuerung, die ist mir viel zu zentralplanerisch unterstellt, dass da irgendwie eine staatliche Instanz wäre, Herr Altmaier, den ich sehr schätze, oder sonst wer, der das steuern kann. Das ist ja gar nicht möglich, das zu steuern und dieses Wissen zu haben. Ist eine Anmaßung von Wissen der Politik, die ein Ökonom nur ablehnen kann. Sondern der Ökonom sagt, wenn wir nun schon ein Externalitätenproblem haben, dann brauchen wir einen Preis für die Externalität, und der Rest entwickelt sich von alleine. Die Leute werden anfangen, ihre Häuser in Watte zu packen. Das muss ich nicht im Einzelnen anordnen, was sie zu tun haben. Ich muss nicht durch unterschiedliche Einspeisetarife verschiedene Formen von grüner Energie unterschiedlich bepreisen. Das ist alles des Teufels aus ökonomischer Sicht. Das Gesetz des einen Preises ist das Fundamentalgesetz der Ökonomie. Und dieser eine gleiche Preis für CO2 in allen Verwendungen führt dazu, dass der Markt ansonsten die effiziente Struktur der Energieeinsparung sucht. Und alles, was davon abweicht, durch Einzelmaßnahmen der Staaten, führt zu Ineffizienzen und zusätzlichen Kosten für die Verbraucher bei gegebenem CO2-Verminderungspotenzial, das man da erreicht. Norbert Ammann, Industrie- und Handelskammer München. Martin Zeil hatte darauf hingewiesen, Nutzung effizienter Gaskraftwerke, und Sie sind ja auch kurz darauf eingegangen und haben dies dann eigentlich verworfen, da man ja nicht intermittierend Erdgas beziehen könne aus Russland. Da stimme ich Ihnen zu, möchte aber darauf hinweisen, dass wir allein in Bayern ja über 36 Terawattstunden Gasspeicher verfügen und diese auch einsetzen. Und daraus meine Frage: Wie bewerten Sie denn oder würden Sie bewerten den Einsatz dieser bayerischen Lagerstätten als Puffer für eine intermittierende Gasversorgung, wie sie etwa auch im bayerischen Energiekonzept skizziert ist? Ja, die haben wir, aber die brauchen wir auch schon, um die Belastungsspitzen der Netze auszugleichen, um die Stochastik im Verbrauch auszugleichen. Jetzt haben wir eine zusätzliche Stochastik durch das Angebot. Da brauchen wir zusätzliche Speicher. Und das ist genau die Methanisierungsstrategie, die ich hier diskutiert habe. Das ist ja genau das. Da sehen wir ja, was das kostet. Das sind ja zusätzlich solche Speicher. Sie können ja nicht die vorhandenen Speicheranlagen nehmen, um auch noch den Sonnen- und Windstrom zu glätten. Die sind ja nicht umsonst einfach nur so gebaut worden. Die sind gebaut worden aufgrund der alten Technologien, die wir hatten, um die Verbrauchsspitzen bedienen zu können. Wenn wir jetzt aber zusätzliche Stochastik vom Angebot haben, brauchen wir auch zusätzliche Speicher. Gut, man kann jetzt noch die Rechnung genau machen, wie liegt jetzt genau die Verbrauchskurve. Wenn ich die jetzt noch mal auf meine Sonnen- und Windkurve drauflege, kommt da vielleicht auch noch was raus, was man noch mal rechnen könnte. Aber Sie kommen um zusätzliche Speicher nicht herum. Dazu müsste man aber doch die Größenordnung noch mal anschauen, denn 36 Terawattstunden Gasspeicher würden ausreichen, um 4 oder 5 große Gaskraftwerke 1000 Stunden durchgehend zu befeuern. Also da haben wir schon eine Größenordnung in Bayern hier, die da durchaus, meine ich, geeignet ist und die man auch nicht vollständig immer entleeren müsste, um so eine Lücke zu füllen. Dann ist aber wohl in der Vergangenheit hier falsch geplant worden, denn die Dinger sind gebaut worden vor der Energiewende. Danke, Wolfgang Warth. Herr Professor Sinn, Sie haben uns klar gemacht, Energieproduktion ist offenbar ein ziemlich dreckiges und riskantes Geschäft. Jetzt sind wir wohl Deutschen, also wir Deutschen, ein etwas exotisches Volk, denn diese Produktion wollen wir nicht im eigenen Land haben. So ist ja die Politik aufgestellt.
Die Konsequenz ist ja dann, dass das Ausland das eben produzieren soll. War ja auch hier im Missal vorgeschlagen worden. Die Europäer sind ja dazu da. Teilen wir doch die Risiken diesen Ländern, uns umgebenden Ländern zu. Die werden dann sicherlich die Risiken auch bepreisen und werden dementsprechend höhere Preise zu bezahlen haben. Und die Folge ist doch dann für Deutschland, dass wir uns einfach an hohe Preise der Energie gewöhnen müssen und uns eben dementsprechend langsam deindustrialisieren müssen. Das ist doch eigentlich die logische Folge. Und dieser Prozess ist politisch produziert. So habe ich Sie verstanden. Ja, also wenn wir die Speicher nicht selber bauen zur Glättung und dafür unsere Nachbarn benutzen, mit was immer sie haben, müssen wir sie dafür auch bezahlen. Das ist sicher richtig, es wird so oder so teuer. Die Frage ist, was ist der billigste Weg dann? Das ist, kann ich nicht beantworten. Aber umsonst macht da keiner was. Wie gesagt, sie schotten sich jetzt ab gegenüber den deutschen Stromspitzen, weil diese Netze destabilisiert werden durch die Einspeisungen, die aus Deutschland kommen. Das ist ein Faktum. Die Phase, die wir bislang hatten, wo sie diese Blockaden noch nicht hatten, die geht vorbei. Wir haben jetzt das Gefühl, das funktioniert ja so halbwegs, weil wir die Netze der anderen Länder als Puffer benutzen konnten. Das wird nicht die Zukunft sein. Die lassen das nicht mehr zu. So, außer wir bezahlen sie dafür. Das ist halt das Thema. Und im Übrigen sehen Sie unsere ganze Philosophie nicht ein, nicht? Wir stehen ja wirklich allein in Europa, weitgehend allein mit dieser Auffassung. Gut, also die Lösung dieses Problems wird sicher nicht nur in der Kernkraft oder nur in der Kohle oder nur in den erneuerbaren Energien liegen, sondern wir werden uns ja noch mehr intelligente Gedanken darüber machen müssen, wie wir mit diesem Problem umgehen. Ein Punkt, den Hans-Werner angesprochen hat, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir nicht hingehen und technisch unausgereifte Solaranlagen subventionieren, die letztlich in China gebaut werden, sondern dass wir stattdessen dieses Geld nutzen, um in die Forschung zu investieren, um damit einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme zu leisten.